Übernahme. Also ich habe ungefähr vor 15 bis 16 Jahren das erste Mal erleben dürfen, dass ein Cannabis mir hilft. Und vor mir war in einer Runde, da wurde geraucht. Mir ging es erst schlecht, ich habe mitgeraucht. Und ich habe komischerweise innerhalb von 10, 15 Minuten gemerkt, dass es mir erstmal nicht in meinem Leben besser geht. Und habe dann daraufhin natürlich erst vielleicht die Droge, aber dann das Medikament gesucht. Instinktiv, gar nicht so gewollt. Also ich bin eigentlich irgendwie, habe ich mit einmal gemerkt, ich brauche Cannabis. Aufgrund meiner Symptomatik, das heißt aufgrund meines Tourette-Syndroms. Ich weiß heute, dass das die klügste Entscheidung in meinem Leben so war. Und freue mich jetzt so vom ganzen Herzen, Hanfaktivist zu sein, dabei zu sein, dass eine Szene was verändern darf. Aber mein Ziel ist letztendlich, Cannabis für kranke Menschen zu legalisieren. Ich werde zu dem Thema, glaube ich, nicht eher ruhen, bis ich wirklich nicht mehr kann, weil ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe und ich hoffe, dass die Menschen draußen irgendwann auch merken, dass Cannabis nichts Böses möchte, sondern eigentlich nur helfen möchte. Du hast ja bestimmt auch andere Medikamente probieren müssen. Hast du da Nebenwirkungen davon gehabt? Ja, na klar, ich war selbstmordgefährdet, ich bin dick geworden, ich habe mich in meiner eigenen Stadt verlaufen. Ich sag mal so, nichts ging mehr, Till, so wie beim Flipper. Da ging überhaupt nichts mehr, aber ich will so daran erinnern. Jetzt ist es halt so, dass ich jetzt eine Firma leiten kann. Ich habe also eine Firma Dr. Hanf und setze mich halt auch da sehr oben in den Rohstoff ein. Das heißt, ich stelle jetzt mittlerweile Tierfutter her für Tiere aus Hanf, was den Tieren sehr, sehr gut tut. Ja, ich habe mein ganzes Leben auf Hanf angebaut, aber immer mit der Mission, den Leuten zu erklären, wofür Hanf dasteht, wofür Hanf gut ist. Und letztendlich sage ich mittlerweile, ich bin so ein Hanfprediger geworden. Ich fühle mich aber auch sehr wohl in diesem Thema. Okay. Gerne. Dankeschön. Gerne. Mein Name ist Marcel Knust, wie die meisten von euch sicherlich schon wissen. Ich bin Cannabis-Patient aus Duisburg und wir sind hier gerade auf der Dampfparade und es ist hier ein bisschen unruhig im Hintergrund, aber ich hoffe, dass es trotzdem funktioniert. Ja, wie gesagt, ich bin Cannabis-Patient, jetzt seit ungefähr 2,5 Jahren offiziell Erlaubnisinhaber, habe fast 7 Jahre für die Erlaubnis gekämpft. Ja, und das Hauptproblem, das wir halt haben, ist, dass es von den Krankenkassen nicht finanziert wird. Das heißt also, dass wir auf den Kosten für diese Cannabis-Therapie halt sitzen bleiben. Ja, und das sind sehr enorme Kosten. Das sind Kosten von 1.500 bis 1.600 Euro monatlich, die, wie gesagt, von den Krankenkassen nicht getragen werden und die der Patient auftreiben muss, obwohl er es nicht kann. Ja, das ist dann wieder bei vielen Patienten halt so ein Teufelskreis. Dann sind sie ohne Medizin, weil illegal besorgen darf man es nicht. Dann ist man sofort wieder in der illegalen Schiene drin. Also was macht man als kranker Mensch? Man leidet einfach, ja, also sage ich jetzt mal so. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich bin ja seitens der Schulmedizin austherapiert. Das heißt, ich habe alle herkömmlichen Mittel, die die Schulmedizin zu bieten hat, einnehmen müssen. Und da waren ganz, ganz starke, schlimme Tabletten dabei. Bis hin zur Orientierungsverlust, also alles Mögliche dabei. Also es ist also richtig heftige, richtig heftige Medikamente und es ist halt so, man braucht morgens was, um halt aufzustehen, man braucht mittags was, um die Stimmung aufzuhellen, abends was zum Einschlafen. Diese Tabletten helfen ja auch nicht immer nur. Diese Tabletten helfen nicht immer auf einen langen Zeitraum. Das heißt also, es müssen immer wieder neue Tabletten eingeschlichen werden, die alten wieder aus. Dazu muss ich noch sagen, dass es nicht bei einer Tablette bleibt, denn wenn man ein Psychopharmaka zum Beispiel nimmt, braucht man wieder was für den Magen, weil der Magen dadurch angegriffen wird. Also man ist bei einer Tablette nicht lang bei einer Tablette. Ja, das heißt also eine Tablette, die dann wieder mit 4, 5 anderen Tabletten kombiniert werden muss, damit sie dem Körper nicht so schaden, weil jede Tablette schadet dem Körper. Das ist Schwachsinn, das sind einfach Fremdstoffe, die aufgenommen werden und die irgendwo auch nicht komplett ausgeschieden werden. Das ist auch logisch. Ja, es sind also keine pflanzlichen oder körpereigene Stoffe, so wie das THC. Ja, das THC ist ein körpereigener Stoff. Man weiß seit Anfang der 90er Jahre, dass der Mensch ein eigenes cannabinoides System hat. Das sind die sogenannten BCB1-Rezeptoren. Und Gott sei Dank ist man in der Forschung überhaupt so jetzt erst darauf gekommen. Ja, weil ansonsten hätten wir heute, glaube ich, eine sehr, sehr große Argumentationsnot. Obwohl man ja sieht, dass Cannabis hilft. Ja. Ja, das ist das. Okay, dann danke ich für dein Interview. Ja. Wie ich darauf gekommen bin, also es war erstmal so, als ich 17 war,
nach 8 Jahren Psychopharmaka war ich eigentlich austherapiert und mein Neurologe, der wusste auch nicht mehr weiter. Auch war die Dosierung von Neuroleptika und Psychopharmaka so hoch, dass er eigentlich schon gefährlich war. Und dann bin ich zu einem Spezialisten überwiesen worden, das ist ein Top-Spezialist für Schilde-La-Tourette-Syndrom, der mir aber auch nicht weiterhelfen konnte. Und dann bin ich mehr oder weniger meinem Schicksal selber überlassen gewesen. Und durch Bekannte, durch Zufall, hat mir jemand erzählt, dass es Menschen gibt, die bei bestimmten Krankheiten Cannabis als Medizin benutzen. Ich habe davor eigentlich mit Cannabis, ja, für mich war das, ich wusste genauso viel über Cannabis wie wahrscheinlich der Rest von der Bevölkerung, wahrscheinlich nicht viel und nicht die Wahrheit, ne? Ja. Und war selber auch erst skeptisch. Dann habe ich mich aber durch Literatur schlau gemacht und wollte einfach wissen, ja, wie stehen meine Chancen. Und sowieso hatte ich nichts zu verlieren, ja? Sonst hätte ich nur ein Leben voll mit Ticks vor mir gehabt. 24 Stunden Schilde-La-Tourette. Und dann habe ich doch die Möglichkeit gehabt, auf einer Party das mal aufzuprobieren, das Cannabis. Und ich war erstaunt, dass ich eigentlich innerhalb von einer halben Stunde das erste Mal seit vielen, vielen Jahren frei war von Ticks. Die Ticks sind nahezu völlig verschwunden gewesen. Ein weiterer Punkt, ich war nicht benebelt von Neuroleptika, das heißt, die Nebenwirkungen hatte ich nicht. Für mich war es ein 100% positiver Effekt. Du hast ja auch keine berauschende Wirkung, weil ja durch dein Tourette-Syndrom dein Gehirn ein bisschen anders funktioniert. Ja, ich kann es nur darauf zurückführen, dass aufgrund von dem Unterschied zum normalen Menschen, sage ich jetzt, was das Dopaminsystem, die Neurotransmitter im Gehirn betrifft, das ist ja beim Tourette-Patienten aus dem Gleichgewicht. Ja. Man kriegt man kriegt eine Art Reizüberflutung, das ist genau das gleiche bei Menschen, die hypersensibel sind. Ja. Und bei uns drückt sich das halt aus in Ticks. Ja. Das heißt, und bei uns reduziert sich das die Neurotransmitter auf normales Niveau, was bedeutet, dass wir keine Ticks haben, aber auch nicht benebelt sind. Ja. Ja. Wobei jemand, der auf einem normalen Niveau liegt mit seinen Neurotransmittern und Cannabis gebraucht, dann ja stoned davon worden, weil es bei ihm reduziert wird. Ja. Und das passiert bei uns wahrscheinlich nicht. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso ich arbeiten kann, wieso ich funktionieren kann. Und es ist nicht so, dass ich durch meine Krankheit und durch mein Medikament abgehalten wird vom Leben. Und das ist das Allerwichtigste, das Leben, ja, zu leben, lebenswert. Und wenn das ein Bestandteil davon ist und wenn das hilft, dann wehre ich mich dagegen nicht. Ja. Und du hast ja bestimmt auch einige Medikamente auf starke Nebenwirkungen testen müssen. Ich glaube, ich war schon eine Art Versuchskaninchen. Ich habe alle bekannten Neuroleptika und Psychopharmaka genommen, die auf dem Markt sind. Mit allen Nebenwirkungen. Dabei kommt noch, dass ich hypersensibel bin für die Neuroleptika, was die Konsequenz hat, dass es mir wirklich richtig schlecht geht, körperlich und seelisch, wenn ich die Medikamente eingenommen habe. Und die Probleme habe ich mit dem Cannabis nicht. Nur war es so, dass das Cannabis, ich habe meinem Arzt von meinem Erfolg erzählt, der war mehr oder weniger begeistert. Auf der einen Seite hat er mich schon verstanden und er wusste, dass es hilft. Auf der anderen Seite hat er mich gewarnt und gesagt, du machst dich strafbar, weil das nicht legal ist. Und er mir dabei auch nicht helfen konnte. Aber weil ich bin mir schon bewusst, dass es ein Betäubungsmittelgesetz gibt. Ja, das gibt es auch aus einem bestimmten Grund. Aber meine Gesundheit und mein Leben steht darüber. Ja? Das heißt, ich kann selbst als jemand, der nie irgendjemanden was zuleide getan hat, nie irgendeine kriminelle Handlung begangen hat, muss ich mich darüber stellen, über das Gesetz und sagen, ich muss es leider brechen, ja, weil ich sonst nicht leben kann.
Und das ist aber sehr schwierig, ja, wenn man das lang vollhalten muss, sich mit irgendwelchen Dealern beschäftigen, dann kommt man irgendwann in die Situation, wo man sagt, ja, ich bin ein normaler Mensch, ich tue nichts Verkehrtes, ja, und muss mich verstecken. Und dann beginnt man die Freiheit zu suchen. Und ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich es pervers fand, dass ich durch mein Cannabis-Medikament arbeiten konnte, Geld verdienen, Steuern zahlen, und von den Steuern wird meine eigene Verfolgung und Diskriminierung bezahlt. Das fand ich so pervers, dass ich einfach gesagt habe, so, jetzt gehe ich irgendwo hin, wo ich leben kann, wo ich mich nicht verstecken muss, wo ich nicht gegen Gesetze verstoßen muss. Und dann waren die Niederlande eigentlich so meine Option. Dort bin ich, dorthin bin ich vor 8 Jahren ausgewandert. Ich habe es nicht bereut. Der Anfang war schon schwer, aber ich kann mich jetzt als freier Mensch fühlen. Meine Medizin wird auch seit diesem Jahr bezahlt von der Krankenkasse. Das heißt, ich habe nicht mehr die finanzielle Belastung noch extra mit bei. Ja? Was bedeutet, ich kann jetzt mich darauf konzentrieren, meine Familie aufzubauen. Ich habe vor einem Jahr geheiratet, meine Frau und ich, wir wollen gerne ein Kind. Wir wollten ein größeres Haus mit einem Garten. Und das würde alles nicht gehen, wenn ich jeden Monat hunderte von Euro zahlen müsste für mein Medikament. Ja? Ich wäre zwar gesund gewesen, ja, befreit von meinen Ticks, aber ich hätte unheimlich viele Schwierigkeiten gehabt, da finanziell rumzukommen. Ja. Ja, okay, ich danke dir für dein Interview. Dankeschön. Wie hast du festgestellt, dass Cannabis für dich als Medizin hilft? Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin Schmerzpatient. Ich habe angefangen, so mit 17, 18 Jahren Cannabis als Genussmittel zu konsumieren. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich gleichzeitig ein schweres Nervenleiden, dass ich das besserte, wenn ich das machte. Das war das Einzige. Und bei Alkohol verschlimmerte sich das gerade und da habe ich das gemerkt und da bin ich aufgekommen. Bisschen lauter vielleicht. Ja. Und du hast doch bestimmt auch viele Medikamente testen müssen, ja, die massive Nebenwirkungen hatten. Ja, natürlich. Ja. Und jetzt habe ich eben halt eine Kombination von Medikamenten, die sehr nebenwirkungsarm sind, unter anderem auch Cannabis. Aber Cannabis ist ein Baustein von mehreren dabei. Und es ist ja auch ziemlich schwierig, die Genehmigung zu kriegen. Also die dauert ja mindestens ein Jahr, oder? Nee, es geht, das kann auch schneller gehen. Also bei mir ist das relativ. Das war eben halt, weil ich das schon seit der Jugend habe, weil ich seit der Jugend schon an dem leide, also jetzt seit über 30 Jahre, fast 40 Jahre, habe ich eine lange Krankengeschichte dokumentiert und das war ziemlich deutlich. Ich habe auch davor schon Jahre, über 10 Jahre Dronabinol verschrieben bekommen. Das war dieses aus THC, auch auf Rezept. Jetzt habe ich seit einem Jahr diese Ausnahme erlaubt. Hatte das Medikament Nebenwirkungen, das künstliche THC? Ja, aber es ist halt nicht so wirksam wie das natürliche. Bedrocan jetzt, also das medizinische Cannabis oder auch das Sativex. Habe ich auch schon oft gehört. Und danach hast du ja Unmengen Kosten an Medikamentenkosten. Ich habe auch verschiedene Anträge gemacht, unter anderem auch bei der Krankenkasse für das Bedrocan, wo ich die Ausnahmegenehmigung habe. Und auch für Sativex, aber da ist meine Erkrankung auch nicht für indiziert. Und da muss ich noch warten, bis auch das auf Schmerzen aus die Indikation für Sativex gegeben wird. Und wie viel Kosten hast du im Monat insgesamt? Ich habe Kosten von 450 Euro. Okay, ich danke für dein Interview.